So, herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Live Trading TV Formats. Die Lage beim Gold- und beim Silberpreis hat sich zugespitzt. Und wer jetzt die Videos von dieser Woche und auch die letzten Videos kennt, ist jetzt hier leider definitiv die Lage falsch eingeschätzt worden. Deshalb wird die Woche von der Analysearbeit und Qualität ein Minus generieren. Dürfte hier maximal die zweite sein oder die dritte in dem kompletten letzten Jahr. Außer Silber macht jetzt morgen das, was es heute schon hätte tun können. Denn diese Struktur gestern war für mich hier schon bullish. Das Tief hat ja auch bis zur Eröffnung gehalten. Und dann mit dem Bruch gab es neue, größere Verkäufe, kamen dann in den Markt und drückten den Silberpreis bis auf 17,10 nach unten. Jetzt könnte hier, ist fast das gleiche Bild, für mich auch eine Möglichkeit, dass hier wir ein Tief gesehen haben. Das gefällt mir hier die Muster definitiv erstmal besser. Aber allerdings kann man hier auch eher auf einen Ausbruch abwarten. Oder wer es nochmal antizyklisch mag, kann hier nochmal bei einem Rücklauf 17,25 nochmal long gehen. Auf Tagesbasis ist jetzt hier heute definitiv der EMA 200 durchbrochen worden. Für mich, ja, analytisch auch, war auf Wochensicht wichtig, dass der hält. Und ich habe ja vorhin noch ein Bild im Wochenchart sowieso präsentiert. Da ist der Kurs kurz unter die Unterstützung gedippt und steht da drüber. Also der hat jetzt hier vielleicht den größten Schmerz verursacht. Allerdings Entwarnung wie auch gestern, komplette Entwarnung kann ich auch jetzt noch nicht geben. Dafür fehlt einfach so eine Kerze hier. Das hat das Unheil ausgelöst. Und hier muss im Umkehrschluss eine Gegenkerze entstehen. Und die entsteht noch nicht auf Tagesbasis. So, jetzt haben wir uns wieder ausführlich für Silber interessiert oder analysiert. Gold hätte hier noch ein Stück Platz bis zur Unterstützung im Wochenchart. Auf Tagesbasis ist jetzt hier auch dieser EMA 200 durchbrochen worden. Nachhaltig kann sich hier aber bei 12,50 vielleicht noch fangen. Wo es eben im Prinzip, das waren eben die letzten Setup von der letzten Woche noch. Hier ist es komplett in die Richtung gelaufen. Hier der Ausbruch. Da lag wenigstens auch die Analyse richtig. Hier ein Rücklauf. Das sollte hier zu Ende sein. Und jetzt, ja, den Stopp nachziehen wäre jetzt vielleicht noch zu kritisch. Und letzte Woche war auch hier im Gold, nicht im Gold, im Öl eine absolute treffsichere Analyse. Hier gab es keinen Schlusskurs unter dieser Linie. Wenn die bricht, dürfte hier Verkaufsdruck aufkommen. Bei den Aktien hat sich das natürlich hier auch verschlimmert, die Situation. Aber viele sind eben hier auch die Wochencharts. Und wie gesagt, morgen muss sich der Bulle hier zeigen, damit er sich hier wieder gewisse Niveaus zurückarbeiten kann. Barrick hat hier jetzt exakt, ist einer der größten Goldförderer, die Unterstützung erreicht. Also
Morgen nochmal in den unteren Zeitebenen schauen, ob sich da was Positives ergibt. Hier Newmont Mining hält sich sogar am EMA 200. Und Silver Wheaton auch sogar noch. Also ein paar Charts haben noch Unterstützungen nicht, haben noch die Unterstützung noch nicht gebrochen. Beim DAX lag jetzt hier analytisch auch vieles richtig. Diese Trendlinie wurde hier eben nicht durchbrochen. Und was müsste ich kurz hier den Streamer aufmachen? Das neue Setup wurde auch nicht aktiviert. Kleinen Moment. Hier mit dem DAX Update. Hier wäre für mich noch mal ein Rücklauf möglich gewesen. Dann wieder ein Hochlaufen. Hier ging es mal wieder dann direkt hoch. Von DAX gibt es dann morgen nach Vormittag auch ein frisches Setup, wenn sich was anbietet natürlich. Ich kann ja nicht alles aus den Fingern zaubern. Mini-Lichtblick, wie gesagt, ich habe immer noch einen Blick auf den Realtime-Chart. Silber kann sich jetzt die letzten 10 Minuten, gibt es vielleicht auch nur Short-Eindeckung, deswegen übergewichten darf man das nicht. Aber schon mal besser als nochmal ein Abverkauf Richtung 17,15. Danke fürs Zuhören und ich melde mich dann morgen früh wieder.